wir müssen erstmal am Samstag unsere Aufgabe erledigen und da kommt das letzte Jahr nochmal, da haben wir es nicht geschafft. Ja, und das werde ich der Mannschaft auch nochmal sagen. Ja, da haben wir gegen Darmstadt zu Hause unentschieden gespielt, gegen Augsburg zu Hause unentschieden gespielt. Ja, da war mehr drin. Ja, und deshalb voller Fokus auf Freiburg Samstag, versuchen das Spiel zu gewinnen oder hoffentlich das Spiel zu gewinnen. Und dann, denke ich, haben wir viele, viele Rechenbeispiele, wo die Zeitungen vollstehen werden, was alles an Konstellationen möglich ist, wenn die anderen denn mitspielen. Wir haben ja nichts in unserer eigenen Hand. Gewinnt Leipzig zweimal, gewinnt Frankfurt zweimal, dann können wir spielen, wie wir wollen. Dann wird es nicht reichen. Ich mache ja keinen Hehl daraus. Es ist immer so, wenn alte Vereine, wo du natürlich noch den einen oder anderen Bekannten hast, dass ich auch den einen oder anderen Anruf kriege, Mensch, sieh zu, dass du Freiburg und Hamburg möglich schlägst. Ja, klar, aber wir haben da unsere eigenen Interessen. Und in unserem Interesse liegt es doch daran, dass wir die beiden Spiele gewinnen möchten. Da ist so viel Sprengstoff drin und die guten Wünsche. Klar, kriegt man mal eine SMS, ja zu, das kriege ich auch. Aber letztendlich sollte jeder seine Aufgaben erledigen. Wolfsburg sollte seine Aufgaben erledigen, wir unsere. Und wenn wir das beide machen, dann kann eventuell noch was bei rauskommen.